Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel? Mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. Was ist das Besondere an Brunnerheizungen? Brunner bedient eine Nische, indem wir die Wärmepumpe, die Pelletsanlage, den Scheitholzkessel, den wassergeführten Ofen selbst produzieren. Und selbst die Hydraulik, wo alle Komponenten verbunden werden, werden mit der Brunner Heizzentrale bei uns produziert und übers Fachhandwerk verkauft und angeboten. Also klassisch alles aus einer Hand? Alles aus einer Hand. Plug and Play ist so ein Schlagwort, alles aus einer Hand. Der Kunde oder der Heizungsbauer hat einen Ansprechpartner für sämtliche Produkte. Was macht euch jetzt um so viel effizienter auch energietechnisch gesehen? Der Wirkungsgrad ist sehr hoch. Also wir sind zum Teil bei den Pelletanlagen bei 104-106%. Die Verquickung von Luftwärmepumpe und einem wassergeführten Ofen führt dazu, dass die Effizienz der Wärmepumpe nach oben getrieben wird. Sprich, der Stromverbrauch wird extrem gesenkt. Und beim Scheitholzkessel verbauen wir die Anlagen immer so mit großem Puffervolumen, das auch wieder dazu führt, dass die Effizienz des Scheitholzkessels viel höher ist als mit zu wenig oder mit wenig Puffer. Das produzierende Handwerk leidet ja extrem unter Lieferschwierigkeiten. Ist es bei euch ähnlich? Die Besonderheit bei uns ist, wie der Slogan bei uns ja sagt, es steht überall Heizen auf Bayerisch mit dabei. Wir sind in Eggenfelden beheimatet und produzieren sämtliche Geräte in Bayern oder zumindest in Deutschland. Die Zulieferketten sind auf Deutschland beschränkt, vereinzelt Mitteleuropa, was uns immer noch lieferfähig macht. Wir haben Lieferzeiten zwischen 2 Monaten und 4 Monaten. Viele Mitanbieter sind inzwischen bei einem Jahr und mehr. Die Lieferkettenunterbrechungen treffen uns nicht so sehr bei einzelnen Komponenten wie Chips oder ja, untergeordnete Rohstoffe natürlich auch. Für so ein System, wenn ich es jetzt mit der Wärmepumpe, mit allen Zwischensystemen, mit dem Ofen mir anschaffen möchte, wo liegen wir da preislich? Je nach Bauart, je nach Gebäude, irgendwo zwischen 20.000 und 40.000 Euro von den Anschaffungskosten der einzelnen Komponenten. Die Handwerkerleistungen kommen da in der Regel mit dazu. Wurde Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel? Mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. ISHW. Gemeinsam stark.